Fliegen erschreckt! Man wichtiert? Aha. Schlechte Neuigkeiten? Aber sicher! Woraus soll ich ballern, Sir? Unsere Verbündeten. Der Konvoi ist in Gefahr! Auf Sie, Jungs! Kann's kaum noch erwarten! In Ordnung! Die Kolonisten werden angegriffen. Wir müssen sie retten. C4, kommt noch was? Schlechte Neuigkeiten? Los, los, los! Feuer gefällig? Yep. Woran soll ich ballern, Sir? Geladen und abmarschbereit! Das kann doch erwarten! Die Zerg greifen den Konvoi an! Auf sie! In Ordnung! Worauf soll ich ballern, Sir? Ei, ei, Sir! Los, los, los! Wird gemacht! Bereit machen, Jungs! Kommt noch was? Bereit machen, Jungs! Feuer gefällig! Durchgeladen und entsichert! Wahnsinn! Geht drauf! Warum nicht? Aber sicher! Selbstverständlich! Sir, ich orte gerade seismische Störungen, die sich auf Sie zubewegen. Es scheint sich um eine Art Tunnelgräberzerg zu handeln. Na wunderbar! Damit auch ja keine Langeweile aufkommt. Was liegt an? Worauf soll ich? Hier komm ich! Nur zu! Feuer gefällig! Kommt noch! Ich bin ganz oben! Worauf soll ich? Kann's kaum noch! Durchgeladen und abmarschbereit! Kann's kaum noch erwarten! Warten! Wir haben es fast geschafft, Commander! Ein weiterer Konvoi wird demnächst aufbrechen! Bereit machen! Kommt noch was! Bereit machen, Jungs! Durchgeladen und entsichert! Worauf soll ich ballern? Durchgeladen und entsichert! Benötige weitere Depots! Abmarsch bereit! Was nicht passt, wird passend gemacht! Schlechte Neuigkeiten? Kapiert! Aufgetankt! Bereit! Kann's kaum noch erwarten! Bekämpft Feuer mit Feuer! Bitte nennen Sie die Art des medizinischen Notfalls. Wow! Ist die Straße auch sicher? Ach, schätze, wir werden es herausfinden.
Darf sonst noch was sein? Was wichtig hat? Von mir aus? Was nicht passt, wird passend gemacht. Wen soll ich einreizen? Abmarsch bereit! Kann's kaum noch erwarten! Basis wird angegriffen. Getan! Durchgeladen! Kommt noch was? Basis wird angegriffen. Wahnsinn! Ich bin ganz oben. Abmarsch bereit! Los, los, los! Worauf soll ich ballern, Sir? Jawohl! Die Zergs sind durchgebrochen. Macht sie platt! Kann's kaum noch erwarten. Roger, freu mich schon drauf. Hier komm ich! Jetzt geht's rund! Durchgeladen und entsichert! Das waren die letzten. Los! Abheben! Dann, Sir! Wir haben die Kolonie verloren. Aber dank Ihnen sind wenigstens meine Leute noch am Leben, Commander. Ja, der terranischen Truppen stützen gute Befestigung. Gute Arbeit, Sir. Dr. Hansen hat angeboten, vorerst noch bei uns zu bleiben. Ich denke, dass Ihre Fähigkeiten von unschätzbarem Wert für uns sein werden. Es ist kaum zu glauben, dass ich überhaupt hier bin. Schön, Sie an Bord zu haben, Doc. Was meinen Sie denn, wie Sie uns am besten helfen können? Nun ja, die medizinischen Einrichtungen sind vorsintflutlich und eure wissenschaftliche Expertise geht gegen Null. Warum fange ich nicht einfach da an? Autsch. Dann werden Sie Statman wohl noch das ein oder andere beibringen können. Willkommen an Bord, Doc. Du hast es bestimmt schon gehört, Rainer. Anscheinend bist du wieder im Geschäft. Sieht ganz so aus, Herr. Und wenn ich gleichzeitig gegen die Liga und die Zerg kämpfen muss, werde ich zwangsläufig weitere Truppen benötigen. Kannst du aushelfen? In Anbetracht der Invasion kontrolliert im Moment das Angebot den Markt. Aber dein Barkeeper da drüben mixt einen verdammt guten Mai Tai. Also habe ich sicher ein paar Söldner für dich auf Lager. Du bist die Großzügigkeit in Person, Hill. Ja.
Naja, die könnten es wert sein. Ist halt die Frage, ob sie es wirklich wert sind, weil letztlich wirklich Sinn machen tun die Jungs nur im Bunker und auch nur, wenn es zum Nahkampf kommt gegen den Bunker. Gut, kommt es gegen die Zerg eigentlich immer. Donny Vermillion für UNN. Kate Lockwell ist uns über Satellit aus der Grenzkolonie Agria zugeschaltet. Hören Sie mich, Kate? Wir scheinen ein Tonproblem zu haben. Ich höre gerade, Imperator Mengst nimmt dazu Live-Stellung. Wir schalten direkt zu dieser Ansprache. Meine erfahrensten Militärstrategen sind im Einsatz. Und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass demnächst der Held von Taurus selbst die Leitung übernehmen wird. General Horace Warfield. Warfield? Ich dachte, der hätte sich schon vor Jahren zur Ruhe gesetzt. Mit General Warfield als Anführer unserer gut ausgebildeten Streitkräfte habe ich vollstes Vertrauen, dass wir diese neue Bedrohung durch die Zerg schon sehr bald unter Kontrolle bringen werden. Sie hören also, liebe Zuschauer, mit General Warfield als Oberbefehlshaber werden die Zerg innerhalb kürzester Zeit besiegt sein. Als nächstes im Programm, der Terrorist Rainer verstärkt seine Übergriffe, just in dem Moment, in dem die Zerg wieder auftauchen. Ein Zufall? Entscheiden Sie selbst. Wir sind gleich wieder für Sie da. Schön finde ich nicht auf dem Bildschirm schießen und runter. Schönes altes Arcade Bulletstorm Spiel. Hast du Dr. Hansen schon getroffen?
Na sicher. Ich hab die Süße nach einer Ganzkörperuntersuchung gefragt. Fragen schadet ja nicht, oder? Aber ich glaube, dass schon ein anderes Weichei ihre Aufmerksamkeit hat. Ah ja? Und wer soll dieses Weichei sein? Boah, keine Ahnung. Vielleicht so ein Typ, der einen auf weißer Ritter macht und angeritten kam, um ihre Kolonie zu retten. Verdammt, Jimmy. Du hast die Frauen noch nie kapiert. Ich habe ein paar neue Kontakte. Die solltest du dir mal ansehen. Ja, aber erstmal checken wir das Arsenal, würde ich behaupten. Letztlich bin ich mir nicht sicher bei den Feuerfressern, ob die nicht eigentlich Geldverschwendung darstellen. Halt mir nur diese Kolonisten aus meinem Arsenal fern! Die Katastrophe ist sonst vorprogrammiert. Mann, das war ein gutes Gefühl, diese Leute da rauszuholen. Aber da draußen sind noch Millionen andere, die Hilfe brauchen. Wir können nicht überall gleichzeitig sein, Sir. Wichtig ist, dass wir ein Zeichen gesetzt und ihnen Hoffnung gegeben haben. Jedes Mal, wenn wir Menschen in Not helfen, ist das ein weiterer Schritt in eine bessere Zukunft. Ich weiß, Matt, aber... Seit 4 Jahren versuchen wir jetzt schon, Mengsk zu stürzen. Und jetzt sind auch noch die Zerg zurück. Deine bessere Zukunft sollte sich lieber beeilen, sonst ist hier bald keiner mehr übrig, um sie noch zu erleben. Ich habe schon viel von Ihnen gehört, Commander. Die Liga hat Sie immer als Verbrecher dargestellt, als Terroristen. Es scheint aber mehr in Ihnen zu stecken, als man denkt. Naja, so wie die Liga nun mal ist. Irgendjemand muss sich um die kleinen Leute kümmern. Und Mengsk wird das mit Sicherheit nicht sein. Ja, dem Anschein nach interessiert es den Imperator überhaupt nicht. Meine Leute und andere Vertriebene aus dem ganzen Sektor sind alle in ein Flüchtlingsgebiet auf Meinhof geflohen. Außerdem gibt es Gerüchte, dass sich zunehmend Gewalt und Krankheiten in den Lagern ausbreiten. Doch der Imperator hat nichts unternommen. Okay, ich werde es mir mal anschauen, Doc. Wir sollten vielleicht mal Geld verdienen. Sir, denken Sie, dass Sie das Labor bald einsatzbereit haben werden? Das wäre großartig. Was ist das denn für einer? Ich habe gehört, der mächtige Jim Raynor sei wieder auf Achse. Und knapp bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Und bei der Zerg-Invasion hat das Kalmoria-Kombinat seine Sachen geparkt und alles zurückgelassen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Trefft mich auf Redstone, wenn ihr mitmischen wollt. Jim, Flüchtlinge aus dem ganzen Sektor benutzen Meinhof als Sammelpunkt. Doch durch die vielen Leute an einem Ort breitet sich eine bisher unbekannte Epidemie in den Lagern aus. Bitte, meine Leute benötigen Hilfe. Wir müssen etwas unternehmen, bevor es zu spät ist. Ich würde eigentlich eher sagen, wir gehen zuerst nach Meinhof. Wir können zwar das Geld gebrauchen von Redstone, aber das hier bringt ja genauso viel Knete. Die Jungs von Möbius meinen, dass es noch ein Artefakt auf einem Planeten namens Monlith gibt. Ja. Ist halt die Frage, verliert sich die Mission? Also ist sie irgendwann nicht mehr machbar?